Ziele setzen, das funktioniert doch nicht so richtig, oder? Ich setze mir Ziele und dann kommt irgendwie das Leben und macht mir einen Strich durch die Rechnung. Das dachte ich irgendwie zum Anfang, als ich über das Thema Ziele und Zielsetzung nachgedacht habe und war dementsprechend skeptisch. Trotzdem wollte ich offen sein für das Thema Zielsetzung und Zielerreichung und habe mich mit der Psychologie dahinter auseinandergesetzt, wie man denn jetzt wirklich Ziele richtig erreicht. Und das ist jetzt aber schon ein Jahr her und ich dachte mir jetzt so vor ein paar Tagen, liegt ja jetzt schon ganz schön lange zurück, ob ich das jetzt wirklich erreicht habe, hat mir das wirklich irgendwie was gebracht? Und dann habe ich mal reingeguckt in das, mein Zieldokument und habe erkannt, hey, 90% meiner Ziele, die ich mir letztes Jahr gesetzt habe, habe ich tatsächlich erreicht. Ich denke, das ist doch Grund genug, das dieses Jahr auch wieder zu machen. Und in diesem Video möchte ich euch mitnehmen auf diese Reise, auf diesen Prozess, was ich vom ersten Mal Zielsetzung bis hierhin gelernt habe und worauf es wirklich ankommt, dass du auch deine Ziele erreichst. Ich bin ehrlich, ich hatte immer so ein gemischtes Verhältnis zum Thema Ziele. Ich dachte mir auf der einen Seite, ja, ist wahrscheinlich gut, sich irgendwie Ziele zu setzen. Auf der anderen Seite bin ich auch ein Mensch, der immer sehr gerne mit dem Flow geht und es sich auch ein bisschen treiben lässt und guckt, was kommt und auch gerne so seinem Bauchgefühl vertraut. Und da dachte ich mir, steht das nicht vielleicht irgendwie im Konflikt miteinander? Und dann dachte ich mir im nächsten Schritt, na gut, vielleicht solltest du es einfach mal ausprobieren. Wichtig ist, ausprobieren, dazu braucht es irgendwie eine theoretische Basis, ein bisschen Wissen, bevor ich irgendwie blind loslaufe. Und also habe ich mich erstmal eingearbeitet in das Thema. Erstens, Einarbeitung in das Thema. Zum Glück hatte ein Bekannter gerade das Thema in seinem Psychologiestudium und er hat mir kurz darauf einfach seine Paper und seine ganzen Unterlagen dazu zugeschickt und ich konnte mich in das Thema reinarbeiten. Die perfekte Basis also. Having a goal means to direct our behavior purposefully towards something desirable in the future, whose realization we consider to be positive. Ziele sind also Vorstellungen zukünftiger Ereignisse, nach denen wir unser Verhalten ausrichten. Und das Ergebnis, da denken wir, das ist auf jeden Fall positiv. Quellen, die ich übrigens zur Recherche benutzt habe, findest du unten in der Videobeschreibung. Zweitens, Brainstorm. Im nächsten Schritt ging es für mich erstmal darum, sich nicht einschränken zu lassen und wirklich einfach mal frei brainstormen zu können zu dem Thema Ziele. Ohne einen festen Rahmen, ohne dass ich mich schon irgendwie an der Formulierung aufhalte, sondern einfach wirklich frei heraus. Und dazu stelle ich mir folgende Fragen. Was ist mir wichtig? Was ist mir wichtiger geworden? In welchem Bereich meines Lebens soll sich etwas verändern? Und vielleicht auch unter welchem Motto könnte man das zusammenfassen? Mein Motto war zum Beispiel im letzten Jahr Inspire, Engage und Enable. Das heißt, da ging es darum, erstmal zu inspirieren, dann irgendwie sich zu engagieren und damit ja, neue Energie, neues Potenzial irgendwie freisetzen zu können. Und so hatte ich direkt das neue Jahr unter so einem, ja, unter so einem Slogan, unter so einem Motto. Und das fühlt sich schon mal ziemlich cool an. Drittens, Intentionen setzen. Aus diesem lockeren Brainstorm leite ich dann im nächsten Schritt Intentionen ab, die jeweils die ganzen einzelnen Bereiche meines Lebens betreffen. Und das können ganz unterschiedliche Bereiche sein. Das liegt also ganz an dir, welche Kategorien du da aufstellst. Meine Kategorien im letzten Jahr waren zum einen ja, persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität, Hobbys und Beruf/Finanzen. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt dieses Jahr noch unter einem Punkt zusammenfassen würde. Aber erstmal ein konkretes Beispiel. Eine Intention war zum Beispiel, Musik zu einem festen Bestandteil meines Lebens zu machen. Das ist also wirklich erstmal eine Intention, die betrifft auch den Bereich Musik, kann aber auch natürlich auch den Bereich persönliche Weiterentwicklung betreffen. Und da merkst du schon, diese Bereiche, die werden sich natürlich auch überlappen. Aber warum das auch gut ist, warum das auch von Vorteil sein kann, dazu später mehr. Viertens, Ziele ableiten. Aus den noch relativ groben Intentionen leitete ich jetzt im nächsten Schritt konkrete Ziele ab. Beispiel Ziel. Ich möchte ein Instrument gefunden haben, auf dem ich 3 bis 4 Mal die Woche übe. Mit diesem Instrument möchte ich dann im kommenden Jahr für Fremde spielen. Im Altersheim, Jugendheim oder bei der Behindertenhilfe, sobald ich durchgehend 1/2 Stunde spielen kann. Das Ziel ließ meine Intention tatsächlich konkreter werden und Anfang des Jahres entschied ich mich dann für eine Handpan als Instrument. Wichtig ist also auch mit sogenannten Implementation Intentions zu arbeiten, die wie folgt gehen. Wenn Situation X auftritt, werde ich Y machen. Also es ist so eine Art Bedingung, an die ich mein Ziel knüpfe. Hier also, wenn ich mit meiner Handpan 1/2 Stunde lang am Stück spielen kann, dann steht der erste Auftritt an.
Tatsächlich sah auch alles danach aus, dass ich das irgendwie hinkriege. Leider ist etwas dazwischen gekommen. Und zwar standen Ziele miteinander im Konflikt. Fünftens, Ziele prüfen. Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von verschiedenen Faktoren, die man zum Anfang prüfen sollte und die ich auch zum Anfang geprüft habe, damit man die Ziele auch wirklich erreicht. Priorisierung. Wichtig dabei ist das sogenannte Goal Shielding. Das heißt, wenn ich das eine Ziel erreichen möchte und ein anderes auch gleichzeitig erreichen möchte, muss ich priorisieren, was ist denn das Ziel, was ich am liebsten oder am ehesten erreichen möchte. Weil wir wissen auch, manche Ziele, die stehen einfach grundsätzlich im Konflikt miteinander. Und so ist es tatsächlich ja so, wenn ich auf der einen Seite Karriere machen will und auf der anderen Seite aber sage, ich möchte meine Freizeit maximieren, dass es da vielleicht zu Problemen kommen kann, ist dann abzusehen. Abstraktionsgrad. In ein Fettnäpfchen, was ich auch fast getreten bin, sind abstrakte Ziele. Die sind nämlich richtig fies. Auf der einen Seite fühlen die sich bedeutungsvoller an und irgendwie können wir uns auch mehr mit denen identifizieren. Auf der anderen Seite fühlt sich der Fortschritt viel langsamer an, sofern überhaupt ein Fortschritt besteht. Denn mehr für den Umweltschutz zu tun, das klingt natürlich irgendwie bedeutungsvoller als den Müll immer in den richtigen Behälter zu werfen. Auch wenn das natürlich viel messbarer ist und uns konkreter an unser Ziel heranbringt. Experiencing progress towards a goal is an important predictor for emotional well-being. Accordingly, it has been shown that pursuing more abstract goals is associated with higher levels of stress and a higher prevalence of depressive symptoms. Studien zeigen zudem, dass der Fokus auf Vermeidung negativer Zustände eher einen negativen Einfluss auf unser Wohlbefinden hat, während das Herbeirufen positiver Zustände auch einen positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden haben kann. Das Ziel, weniger passiv und müde zu sein, ist also nicht so motivierend und tut uns nicht so gut, wie wenn wir jetzt uns als Ziel setzen, zu sagen, wir wollen mehr Energie empfinden, wacher und fitter sein. Das waren jetzt schon ein paar Punkte, die mir auf jeden Fall im letzten Jahr geholfen haben, meine Ziele richtig zu formulieren. Natürlich geht das Thema noch viel mehr in die Tiefe. Und genau aus diesem Grund ist es da wichtig, sich nicht zu stark drin zu verlieren, sondern auch erstmal sagen, okay, ich komme jetzt erstmal ins Doing und ich mache jetzt auch erstmal den nächsten Schritt. Und dann kann man ja das noch über die Jahre immer wieder optimieren und sagen, okay, das hat mir ganz gut gefallen, das hat auch ganz gut funktioniert und das eher weniger. Und aus diesem Grund habe ich mir schon im letzten Jahr so eine kleine persönliche Checkliste erstellt, die euch vielleicht ja auch weiterhelfen kann. Und zwar, sind die Ziele spezifisch und nicht abstrakt formuliert? Sind die Ziele so formuliert, dass sie positive Zustände hervorrufen und nicht negative vermeiden wollen? Sind die Ziele auch vom jetzigen Standpunkt aus erreichbar? Welche Ziele können sich gegenseitig unterstützen? Goal Shielding. Welche Ziele stehen mit einem anderen in Konflikt? Sind ausreichend Ressourcen vorhanden, um alle Ziele auch umsetzen zu können? Und mit dieser Checklist kann man im Grunde auch schon einfach starten. Letztes Jahr habe ich das Ganze einfach in einem Dokument runtergeschrieben. Dieses Jahr möchte ich es mal mit Notion versuchen. Notion ist ein sehr spannendes Tool, vor allem ein Notiz- und Organisationstool, wo man verschiedene Möglichkeiten hat, auch zum Beispiel hier solche Dokumente einfach ein bisschen spannender und inspirierender zu gestalten, habe ich den Eindruck. Also hier kann ich zum Beispiel sagen, ich füge ein Coverbild hinzu und hier wähle ich eine Rakete, denn 2022 wird ein Raketenstart. Hier kann ich auch ein Zitat hinzufügen, das finde ich auch mal ganz schön, immer inspirierend, wenn es nicht nur reiner Text ist. Und rechts habe ich mir jetzt hier meine Goals Check, meine Checkliste integriert, kann also, wenn ich mir jetzt hier die Ziele setze, immer gucken, sind die Ziele wirklich spezifisch und nicht abstrakt formuliert und so weiter. Und hier die einzelnen Kategorien hinzufügen. Das können natürlich ganz individuelle Kategorien sein. Hilft einfach, glaube ich, nur, um so eine gedankliche Struktur zu kriegen. Wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Energie geht, also zurück in die Energie zu finden. Ich habe mir angewöhnt, in den letzten Wochen ab und zu wirklich liegen zu bleiben, auch wenn der Wecker klingelt. Also könnte ich zum Beispiel als Ziel hinzufügen, jeden Morgen, wenn der Wecker klingelt, stehe ich auf. Und dann zum Beispiel maximal 5 Minuten snoosen, aber nicht länger. Ja? So. Und Intention ist gesetzt, hier auch das Ziel, also wirklich jeden Morgen. Und ich werde kein gutes Gefühl haben, wenn ich liegen bleibe und snooze. Und so kann man das hier sehr, sehr, sehr schön organisieren. Ich denke, ich werde dazu auch noch ein Update geben in einem späteren Video, wie ich mit Notion klarkomme. Das aber erstmal so viel dazu. Also, ich mag Ziele. Ziele bringen uns irgendwie ins Doing. Und
Ich glaube, allein dieser Prozess, sich am Anfang des Jahres einmal bewusst zu werden, wo möchte ich wirklich hin, was möchte ich erreichen, was möchte ich in meinem Leben auch verändern, dass ich so etwas auch einfach sehr gut setzen kann. Also ich bin ehrlich, ich habe die letzten Ziele im vergangenen Jahr auch nicht wirklich getrackt. Das heißt, ich habe mir die Ziele zum Anfang gesetzt und gar nicht monatlich oder so drauf geschaut. Eigentlich wollte ich quartalsweise darauf schauen, aber das habe ich nicht mal gemacht. Und trotzdem habe ich davon unheimlich viele erreicht, weil sich das einfach setzt, ja? Und weil sich das festigt. Und ich glaube, alleine dafür ist es schon unheimlich wertvoll. Ich denke mir, fürs nächste Jahr werde ich mir vornehmen, auch das ein bisschen besser zu tracken, um vielleicht ein bisschen stringenter dabei zu sein und vielleicht auch hier und da nochmal was optimieren zu können. Aber insgesamt, glaube ich, ist es einfach auch schön für dieses Bewusstwerden. Und was mir bei dem Thema Ziele auch sehr wichtig ist, persönlich, ist, dass man sich nicht nur in dieser Zielerreichung verliert, sondern dass wir auch immer im Hinterkopf behalten, dass es darum geht, diesen Weg zum Ziel auch zu genießen. Denn deshalb setzt man Ziele. Man will ja irgendwo zwar hinkommen, aber dieser Weg, ich glaube, da ist einfach unheimlich viel Spannendes zu erleben. Da steckt die Erfahrung drin. Und deswegen das nicht zu vergessen, nicht nur die Zielerreichung zu fokussieren, sondern auch den Weg dahin, das ist mir persönlich immer sehr wichtig. Denn Kinder fahren ja auch nicht Schlitten, um am Ende unten am Berg anzukommen, sondern um Schlitten zu fahren. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald.